Hallo ihr Lieben, hallo zu Team Timster, heute mit gemütlichem Kaminfeuer. Knisterfolienfeuer. Wir zeigen euch heute, wie ihr tolle Geräusche für eure Hörspiele machen könnt. Jetzt, hier bei Team Timster. Auf geht's, ab geht's! Ihr seid hier bei Team Timster! Eure Kita-Show rund um Bücher, Apps, Spiele und Filme. Und wir beantworten heute, wie in jeder Folge, eine von euren tollen Fragen. Heute nämlich die Frage von Nina. Nina ist 11 Jahre alt und will von uns wissen, wie entstehen die Geräusche von Hörspielen? Richtig gute Frage, Nina. Ich meine, ohne die Geräusche wären Hörspiele ja einfach nur Geschichten, die jemand vorliest. Oh ja, also was wären die drei Fragezeichen ohne ein großes Gruselgewitter? Oder hier für Bibi und Tina, da brauchen wir Pferdegeräusche von Amadeus und Sabrina. Klar. Aber nicht alle Geräusche werden extra für jedes Hörspiel neu gemacht. Viele kommen aus Datenbanken, das sind digitale Bibliotheken. Da könnt ihr, wie bei einer Suchmaschine, gezielt nach den Geräuschen suchen, die ihr haben wollt. Einige dieser Datenbanken kosten Geld, zum Glück gibt es welche kostenlos. Im Internet findet ihr zum Beispiel salamisound.de. Da zu finden das Geräusch von einem Hahn. Also nicht jeder hat einen Hühnerhof zu Hause. Oder aber auch Rülpser. Das Schöne ist aber, dass ihr viele Geräusche ganz einfach selbst machen könnt. Ihr braucht für Pferdegalopp keine echten Pferde und für Schneegeräusche keinen echten Schnee. Alles, was ihr braucht, ist euer Handy mit Aufnahmefunktion und natürlich ein paar Sachen zum Geräusche machen. Probieren wir das mal aus mit den Schritten im Schnee. Das hier ist ein Stoffsäckchen und da drin ist Speisestärke. Und dann brauchen wir nur noch unsere Hand, um genau zu sein, den Part hier. Und die rollen wir dann ganz langsam über dieses Säckchen. Das klingt voll echt. Klingt wie ein Pferd. Ah, Soraya, einige Geräusche kann man auch zu zweit machen. Ja. Wir machen jetzt Feuer. Okay. Mit Knisterfolie. Mhm. Du bist das Feuer. Und ich bin diese knackenden Äste im Kamin. Okay. Und los. Oh ja, Jimmy, das wird viel gemütlicher hier, ne? Das klingt so echt. Tim, lass uns was Großes ausprobieren. Ein Gewitter. Oh ja. Für ein Hörspielgewitter brauchen wir Reis, trockene Erbsen, Murmeln in einem Luftballon, ein Blech aus Metall, eine große Flasche und einen Topf. Voll echt. Ja, läuft. Können wir uns gleich bei die drei Fragezeichen bewerben als Geräuschemacher. Ja. Yeah. Und euch da draußen viel, viel Spaß beim Hörspielgeräusche nachmachen. Es bringt mega Laune. Buchtipp. Hallo, ich bin Helena und dieses Buch habe ich für euch getestet. Stellt euch vor, ihr lebt frei in der Natur, an den schönsten Orten der Welt. Und dann müsst ihr von einem Tag auf den anderen das alles aufgeben und woanders hinziehen. So geht es nämlich Joy. In Ich bin Joy erzählt Jenny Valentine, wie die 10-jährige Joy mit ihrer Familie als Weltenbummlerin ins verregnete England zieht, weil ihr Großvater krank ist. Joy muss sich in der neuen Umgebung erst zurechtfinden und eine Verbindung zu ihrem brummigen Großvater zu finden, fällt ihr ziemlich schwer. Sie vermisst die Natur, ihre Freiheit, das Meer und ihre Freunde.
In England soll Joy zum ersten Mal in eine richtige Schule gehen. Aber mit den ganzen neuen Regeln kommt sie nicht klar. Die einzige Freude für Joy ist eine alte Eiche auf dem Schulhof. Als genau diese Eiche gefällt werden soll, beschließt Joy, etwas zu unternehmen. Das kann ich gut verstehen. Daran, dass sie jetzt in England lebt, lässt sich nichts ändern. An der Zukunft der Eiche aber schon. Mit ihrem neuen Kumpel Benny versucht Joy alles, um den Baum zu retten. Und bei ihrer Aktion bekommen sie überraschende Unterstützung. Vom Großvater. Aber ob sie es wirklich schaffen, den Baum zu retten, verrate ich nicht. Mir haben vor allem die Beschreibungen von Natur und von fernen Orten gefallen. Und ich kann das Buch für alle ab 9 Jahren empfehlen, die sich nicht unterkriegen lassen. Das große Team Timster Weihnachtsfilm Musikquiz. Zu welchem Film gehört die Musik? Ich habe keine Ahnung, ich rate, ich habe den Film noch nie gesehen. Der kleine Lord. Ja, genau, der kleine Lord. War. Na, keine Idee? Kevin allein zu Hause? Map, leider nein. Also, es klingt richtig wundervoll. Habt ihr so gar keine Idee? Irgendwas mit Elfen und Gnomen. Ja. Das war der Polarexpress. Ah. Kevin allein zu Hause. Jawohl, jetzt war's Kevin allein zu Hause. Nein! Ich liebe das. Mein Papa ist so enttäuscht von mir gerade. Das ist sein Lieblingsfilm. Gut gespielt, gut gespielt, gut gespielt. Gut gewonnen. Gut geraten haben auch Ben, Emma und Adnan in der Team Timster Super Weihnachts-Challenge. Bei der Team Timster Super Weihnachts-Challenge treten heute an. Hallo, ich bin Ben und 11 Jahre alt. Hallo, ich bin Emma und bin auch 11 Jahre alt. Hallo, ich bin Adnan und bin 12 Jahre alt. Da kommt auch schon die erste Frage. Was ist ein echter Weihnachtsklassiker im Fernsehen? A. Laura Stern. Oder B, der Club der magischen Dinge. Oder C, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist gar nicht so einfach. Eure Entscheidung bitte. C. B. A. Das Ergebnis? Es ist C, das Aschenbrödel. Schon die Musik macht richtig Weihnachtsgefühle. Nächste Runde. Auch in Weihnachtsfilmen gibt es Fieslinge. Wer ist nun aber nicht nur ein Fiesling, sondern ein echter Weihnachtsfiesling? Ist es A, der Sheriff von Nottingham aus Robin Hood? Oder ist es B, der Grinch? Ist dieses seltsame grüne Zotteltier ein echter Weihnachtsfiesling? Oder ist es C, der Flo aus Ant-Boy? Auweia, mit dem möchte man echt nicht unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Eure Entscheidung bitte. B. B. Ich glaube, dass es B ist, weil er grün ist und er so ein bisschen fies und sowas aussieht. B. Ich glaube, dass es B ist, weil der Grinch einfach fast jedes Weihnachten läuft und die anderen Filme kenne ich auch nicht so genau. Natürlich, es ist der Grinch. Er ist so fies, dass er das ganze Weihnachtsfest stehlen will. Yeah! Jetzt geht es um Geschicklichkeit. Wer kann am besten einen Weihnachtsstern nach einem YouTube-Tutorial falten? Einer fängt an, die beiden anderen warten so lange draußen. Los geht's! Hm, das sieht gut aus. Die Jury sind die 3 selbst. Also, ich finde meinen ziemlich gut. Ich finde meins auch sehr gut für den Anfang. Mein erster Stern habe ich gebastelt. Sehr ein guter. Ich finde meinen Stern nicht so schön, weil ich dann den Schnitt ein bisschen zu weit nach unten gemacht habe.
Aber egal, wie die Sterne aussehen, freut euch einfach auf 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, aber lasst euch auf keinen Fall Weihnachten vom Grinch stehlen. Tschüss und frohe Weihnachten! Was da drin ist. Ein neues Tablet? Nee, Tim, das ist unser altes Tablet. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Late-Night-Show. Hä? Wie kommst du denn da rein? Und um was geht's bei dir? Um Rip-Offs. Das sind Filme, die sich ganz schamlos an erfolgreichen Blockbustern orientieren. Aber doch gerade so, dass es keine verbotenen Kopien sind. Und weil den Produzenten oft das Geld fehlt, sind diese Filme oft viel billiger als die Originale. So was mache ich jetzt hier auch. Nur besser. Ich verbinde mehrere Blockbuster zu Rip-Offs. Mein Rip-Off heißt Harry Otter. Hallo, ich bin Harry und ich gehe auf eine Zauberschule und ich habe heute einen neuen Zauberspruch gelernt. Toll, zeig mal. Sinnum, losum, dreckum, spinnum. Eine Spinne in einem Van? Was kann das denn nur sein? Spider-Van. Spider-Van, Spider-Van. Also ich glaube, da gucke ich mir über Weihnachten doch lieber ein paar hübsche Blockbuster an. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal und fröhliche Weihnachten. Oh, das heißt Geschenke. Unsere Namen drauf. Oh, was ist das? Das ist... Na, Jimmy sagt ihn. Guck mal, Jimmy. So, Jimmy, jetzt haben wir dich immer dabei. Wir sind die. Ja. Jimmy, das ist doch schön. Ja, tolle Geschenke. Buchtipp. Hallo, hier ist Helena. Und heute geht es um alte Gottheiten, riesige Pyramiden und schaurige Mumien. Willkommen im alten Ägypten. Vor 3500 Jahren entstand am Nil eine der ersten Zivilisationen der Menschheit. Gottheiten spielten bei den alten Ägyptern eine wichtige Rolle. Sie glaubten, dass bei allem, was auf der Welt passiert, die Götter ihre Finger im Spiel haben. Der wichtigste und mächtigste Gott war Re, der Gott der Sonne. Er trug immer die Sonnenscheibe und hatte alles auf der Erde im Blick. Das Buch liefert außerdem viele Infos über das Leben der alten Ägypter. Es zeigt zum Beispiel, welches die wichtigsten Pharaonen, also Könige, waren, was es mit der Mumifizierung auf sich hatte und welche Tiere den Ägyptern heilig waren. Katzen wurden von den Ägyptern als Glücksbringer verehrt. Ich habe selbst 2 Katzen und weiß daher, wie gern sie angebetet werden. Ägyptische Mythen von Jean Menes ist eine Reise ins alte Ägypten mit wunderschönen Zeichnungen und tollen Einblicken in diese spannende Welt. Ich fand das Buch super interessant, obwohl es manchmal auch ein bisschen gruselig war. Trotzdem kann ich es für alle Kinder ab 8 Jahren empfehlen, die mehr über die geheimnisvolle Welt der Pyramiden und Pharaonen herausfinden wollen. Jenny, keine Sorge, wir verehren keine Katzen. Wir verehren nur dich. Ja, guck mal, wir haben Socken von dir. Ha. Ja, du bist unsere Nummer 1. Aber sowas von. Und erstklassig, das wart auch ihr. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und für all eure Fragen. Ja, wir freuen uns schon auf die ganzen Fragen, die nächstes Jahr von euch reinkommen. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten und bleibt gesund. Tschüss. 1, 2, 3 und tschüss. Ja, super, Jimmy. 3, 5 kriegt 1,2.